Geschwister. Heute ist Mittwoch, wir fahren fort im Buch Fiqh al-Ibadah von Sheikh Abdulazim al-Badawi, Hafizullah. Und das letzte Mal haben wir das Kapitel al-Janaiz beendet, über die Bestattung und den Tod und alles, was damit zusammenhängt. Heute, bi-idhnillahi s-sami' al-alim, werden wir mit Kitab al-Siyam, beginnen. Erstmal al-Siyam. Wer weiß, was bedeutet al-Siyam? Es gibt natürlich immer eine sprachliche und eine religiöse Bedeutung und meistens gibt es eine Verbindung zwischen beiden Terminologien. Na? Sprachlich enthalten. Richtig. Sama an Shay, wenn wir sagen, er hat sich von etwas enthalten. Das ist die sprachliche Bedeutung. Al-Imsak. Dass man sich, ich meine, ich kenne das jetzt hier in den Kalendern. Ramadan, da gibt es so diesen Ramadan-Kalender. Bei Volo und Euro wieder und alles. Und da gibt es die Schuruk-Zeit. Und vor der Schuruk-Zeit ist die Fajr-Zeit. Und vor der Fajr-Zeit schreiben sie eine Sparte mit was? Imsak. Imsak heißt, man soll sich dann halten, nichts mehr essen. Und diese natürlich Eintragung hat keine religiöse Grundlage, sondern ist im Gegenteil eine was? Eine Bidda. Denn wie uns wurde befohlen, dass wir wie lange essen? Bis zum Adhan von Fajr. Wie Allah sagt, kulu washrabu, isst und trinkt. Bis was? Bis euch der Weiße vom Schwarzen Faden unterschieden, bis euch der Schwarze vom Weißen Faden sichtbar wird. Allah sagt, kulu washrabu, amen, isst und trinkt. Und von der Sunna ist es, dass man bis zum Ende isst. Das ist die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sprachliche Bedeutung, das heißt, dass man sich entfernt von einer Sache. Und in diesem Falle ist es, dass man sich entfernt von drei Dingen. Wer kann sie mir sagen? Essen. Essen. Geschlechtsverkehr. Machen wir erstmal Trinken. Das. Trinken und den Geschlechtsverkehr. Von diesen Sachen muss man sich entfernen. Wenn eines dieser Dinge verrichtet wird, gemacht wird, dann ist das Fasten was? Ungültig. Dann ist das Fasten ungültig, liebe Geschwister. Der Gelehrte sagt, Hukmuhu, sein Urteil über das Fasten. Saum Ramadana, Ruknun min Arkanil Islam, wa Fardun min Fara'idihi. Das Urteil über das Fasten ist, dass es eine Säule der Säulen vom Islam ist. Denn der Islam hat fünf Säulen. Khamsa, Besh, Tana. Fünf Säulen vom Islam. Und er ist eine Pflicht von den Pflichten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah sagt, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten. Vorgeschrieben bedeutet zur Pflicht gemacht. So wie es auch vor denjenigen, die vor euch waren, zur Pflicht gemacht wurde, hier erfahren wir, dass nicht nur wir gefastet haben, sondern vor uns andere Völker, damit ihr, und das ist die Weisheit vom Fasten, damit ihr gottesfürchtig werdet. Denn tatsächlich, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, die Enthaltsamkeit vom Essen und vom Trinken verursacht was? Gottesfurcht. Mit anderen Worten, viel essen und viel trinken? Keine Gottesfurcht. Damit kommst du der Gottesfurcht nicht näher. Sondern je mehr du dich enthältst, meint nicht diese übertriebene Variante, die manche Leute machen. Ich sperre mich 41 Tage im Raum und ess nichts und trinke nichts und will Allah zeigen, dass ich ein Diener bin, der sich von der Dunya enthalten kann, der wird für das noch bestraft, was er macht. Warum? Was macht er hier? Er macht etwas, was die Religion nicht vorgeschrieben hat, sondern enthaltsam bedeutet Zahid von Zuhd. Dass man enthaltsam ist, bedeutet, du gehst nicht über das erforderliche Maß hinaus. Mal angenommen, du hast Hunger, du verspürst Hunger, dann natürlich musst du was essen. Wenn du nichts isst, was passiert? Kannst du dich konzentrieren auf deine Ibadah?
Während du Alhamdulillah Rabbil Alamin rezitierst, konzentrierst du dich auf Hähnchenbeine, auf Lasagne, auf Knoblauchsoße mit Scampi. Es ist so. Deswegen, man soll was essen, aber man soll nicht sein Maß überschreiten. Das ist sehr hin. Einer, der nicht das erforderliche Maß überschreitet. Das heißt, wenn er gestillt ist, wenn er den Bedarf gedeckt hat, dann geht er nicht über dieses Maß hinaus. Das ist sehr hin. Heutzutage aber einer, der hat Geld und hat bestimmte Sachen, wie will er sich zeigen als Zahid sozusagen, er hat sich enthalten von der Dunya, dann zieht er seine schäbigsten Klamotten an und will den Leuten zeigen, ich enthalte mich von der Dunya. Und meistens diese Leute machen Riya. Warum Riya? Warum Augendienerei? Ha? Weil sie sich gegenüber den Leuten bescheiden sehen. Er will die Leute beeindrucken, dass die Leute sagen, Mashallah, der ist enthaltsam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat eine Person gesehen, der hatte ein schäbiges Gewand an. Was sagte er zu ihm? Hat Allah azza wa jal dich versorgt mit Rizq? Dann sagte er ja. Er sagte, Allah azza wa jal will die Spuren seines Dieners an ihm sehen. Will die Spuren der Versorgung von einem Diener an ihm sehen. Ja, ne, subhanallah. Das heißt, wenn du was hast, dann sei nicht geizig mit dir und mit deiner Familie. Das heißt nicht, dass man sich jetzt die teuersten Klamotten und die teuersten Sachen kaufen muss, nein. Aber es heißt auch nicht, dass man zum Grabbeltisch geht und sich von dort was nimmt. Und zerfetzte, mottenzerfressene Klamotten kauft und sich dann vor den Leuten zeigen möchte, ich bin ein Zahid. Das passiert viel in dieser Dunya, ja. Und gerade bei einer bestimmten Richtung von Leuten, ihr könnt euch vorstellen, bei wem? Heute geht es meinem Nacken wieder gut. Ja. Bei diesen Leuten passiert das sehr, sehr viel. Die sind sehr versteift in diesen Themen. Und das ist nicht Al-Sucht. Al-Sucht haben wir gelernt. Was heißt Al-Sucht? Dass du nicht über das erforderliche Maß hinausgehst. Ja, ihr الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. In der Tat, wenn du nicht die ganze Zeit mit Essen und Trinken beschäftigt bist, schaut mal, subhanallah, dann kommst du der Gottesfurcht näher. Und ihr seht, die meisten im Ramadan, tatsächlich, was passiert mit ihnen? Hä? Sie nehmen zu. Sie werden Gottesfürchtiger. Warum? Weil sie nicht die ganze Zeit mit was beschäftigt sind? Mit ihrem Bauch. Das ist Fakt. Nein. Deswegen, liebe Geschwister, das hat eine Beziehung zu dem. Und er sagt, Al-Ayatu ila qawlihi ta'ala subhanahu shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an huda wa bayinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum shahra falyasum. Allah Azza wa Jal sagt, der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Qur'an herabgesandt wurde. Warum ist der Monat Ramadan so besonders? Weil der Koran in diesem Monat herabgesandt wurde. Eine Rechtleitung für Koran, Huda linnas, das ist eine Rechtleitung für die Menschen. Wa bayinatin min al-Huda und eine das heißt eine Klarmachung der Rechtleitung. Wal Furqan, Furqan ist die Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Derjenige, der diesen Monat anwesend ist, so soll er ihn fasten. Diese Übersetzung hat zwei Bedeutungen, oder diese Ayah hat zwei Bedeutungen. Derjenige, der in diesem Monat anwesend ist, der soll fasten. Und in einer anderen Übersetzung könnte man sagen, derjenige, der ihn sieht, soll ihn fasten. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. Derjenige, der ihn sieht, was meint ihr, sieht den Neumond, so soll er fasten. Das Sehen und Sehen, natürlich heißt das jetzt, dass derjenige, der blind ist, ihn nicht sieht, dass er nicht fasten muss. Deswegen, ja, ich war immer alles richtig verstehen. Wa an Ibn Umar, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqam al-salah, wa ita'i al-zakah, wa hajji al-bayti, wa sawmi Ramadan. Der Islam ist auf fünf Säulen gebaut, basiert auf fünf Säulen. Erstens, dass man bezeugt, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist.
und dass das Gebet verrichtet wird und die Zakat entrichtet wird und dass man die Hajj vollzieht und den Monat Ramadan fastet. Das ist der Hadith, liebe Geschwister, den jedes kleine Kind und auch große Kind eigentlich kennen sollte. Das ist ein Basishadith in unserer Religion und er beweist uns die Wichtigkeit von Ramadan, von dem Fasten in diesem Monat. Und er sagt, der Gelehrte Hafidullah, وَأَجْمَعْتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الصِّيَامِ أو على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. Und die gesamte Umma, und diese Aussage, die er gebracht hat, die ist von Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. Die gesamte Umma hat eine einstimmige Meinung. Das bedeutet einen Konsens, dass derjenige, der dass der Monat Ramadan zu fasten eine Pflicht ist und dass dieses eine Säule von den Säulen des Islam ist, die offenkundig ist. Na, wenn die Gelehrten schreiben, das ist eine offenkundige Sache von der Religion, dann meinen sie damit, jeder Muslim kennt das. Es gibt Dinge, die jeder Muslim kennt. Was gehört dazu? Die fünf Säulen, die kennt jeder Muslim. Die Schahada, das Gebet, Fasten, Zakat. Allgemein kennt das jeder Muslim und sollte das jeder Muslim kennen. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt eine Sache, die jedem Muslim bekannt ist. Hier ist der Diener nicht entschuldigt, wenn er diesbezüglich nachlässig ist. Und es gibt andere Dinge, die sind nicht so offenkundig. Hier ist der Diener entschuldigt. Aber man muss das nochmal näher erklären, was sie meinen. Sie meinen damit, jemand, der zum Beispiel in Mekka wohnt, Mekka, will der uns erzählen, dass er nichts vom Gebet weiß? Ob er will oder nicht, er hört das. Koran oder Sunna oder die Aussagen der Gelehrt. Der kann uns nicht erzählen, ich weiß nicht, dass das Gebet Pflicht ist. Jetzt aber einer, irgendwo in einem Dorf in Tansania, man sagt, es gibt Islam, der nimmt Islam an, aber er weiß nicht, dass Ramadan Pflicht ist. Sind diese beiden gleich? Nein. Die Gelehrten machen einen klaren Unterschied zwischen jemandem, der in einer muslimischen Umgebung lebt, und wo es ausgeschlossen ist, und das ist nicht jede muslimische Umgebung im Übrigen, wo es ausgeschlossen ist, dass er diese Dinge nicht kennt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, dass man in Gebieten lebt, wo der Islam oder wo das Wissen über den Islam nicht ausreichend ist. Und im Übrigen, Deutschland ist nicht Mekka, ja? Weil manche wollen Deutschland wie Mekka machen. Es ist nicht Mekka. Hier gibt es viel Jahl. Und es gibt Leute, die wissen nicht mal, dass das Gebet verpflichtend ist. Seid ihr mit mir? Es gibt Leute, die wissen nicht mal, dass sie dich mit Assalamu alaikum grüßen. Ja, wallah. So katastrophal ist die Situation, liebe Geschwister. Deswegen sagt er, derjenige, und das Ijma' der Umma, der das Fasten nicht vollzieht, er fastet nicht, dieser ist nach der einstimmigen Meinung der Gelehrten schlimmer als einer, der Alkohol trinkt und als einer, der Zina macht und als einer, der klaut, ja sogar, sagt Imam Zahabi, rahimullah ta'ala, dieser wird der Zandaqa beschuldigt. Das heißt, dieser hat keinen richtigen Islam. Und wir sehen viele Leute, subhanallah, sie fasten im Monat Ramadan, aber was machen sie nicht? Sie beten nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat Al-Baqarah, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches, während ihr einen anderen Teil auslässt? Wenn wir die Leute fragen,
Warum fastet ihr? Was werden sie uns sagen? Das ist eine Pflicht, das gehört zum Islam, das ist wichtig. Dann sagen wir ihnen, von wem ist das Gebot, ja, Ikhwan? Was sagen sie uns? Von Allah. Von Allah. Dann fragen wir sie, warum trennt ihr zwischen Fasten und dem Gebet? Das ist ebenfalls Pflicht. Eine größere Pflicht. Eine gewaltigere Ibadah sogar als das Fasten. Weil derjenige, der nicht betet, so gibt es Ikhtilaf der Gelehrten, ob er ein Kafir ist oder nicht. Aber derjenige, der nicht fastet, so wird er nicht mit dem Kufr bezichtigt. Diese Person wird aber eine gewaltige Strafe bekommen, zu der wir gleich kommen, inshallah ta'ala. Aber einer, der nicht betet, so sagen wir, er ist ein Kafir. Nur bei den Gelehrten der Unterschied zwischen großen und kleinen Kufr. Und daher, warum betet er nicht? Und außerdem haben wir schon bereits gelernt, das erste, wonach der Diener Yawm al-Qiyamah befragt wird, ist das Gebet. Yani, was ist eine größere Verpflichtung für ihn? Das Gebet. Er sollte beten. Dieses Gebet braucht er, damit überhaupt alle seine anderen Taten angenommen werden. Damit sie überhaupt angeschaut werden. Das erste, wonach der Diener abgerechnet wird, Yawm al-Qiyamah, ist das Gebet, von den äußerlichen Taten natürlich. Wenn das Gebet gut war, sind auch alle anderen Taten gut. Das heißt, das Gebet ist der Maßstab für alle anderen Taten. Ist das Gebet nicht da, na, dann was wollen wir über die anderen Taten diskutieren? Und daher, manche Gelehrte, wenn sie gefragt werden, was ist, wenn ich faste, aber ich bete nicht? Was sagen sie dann? Dein Fasten ist ungültig, weil für sie derjenige, der nicht betet, ist was? Ein Kafir. Und wenn er nicht betet, dann braucht er auch gar nicht die anderen Sachen zu machen. Das ist die Sache, liebe Geschwister. Das muss man verstehen. Warum unterscheidet man zwischen dem Gebet und dem Fasten? Wie viele Frauen oder Mädchen fasten, sind aber nicht bedeckt? Warum macht sie einen Unterschied zwischen dem und dem? Ist nicht derjenige, der dir das Fasten aufgetragen hat, genau auch derjenige, der dir das Gebet aufgetragen hat? Oder den Hijab aufgetragen hat? Yani, warum diese Unterscheidung? Diese Unterscheidung hat mit was zu tun? Mit dem Gelüst. Weil die Leute wollen das nicht machen. Subhanallah. Und das ist das. Und diese Ayah ist eigentlich über Bani Israel. Nimmt ihr etwa einen Teil von dem Buch und lasst einen anderen Teil aus? Und Allah hat diesen Leuten eine schwere Strafe angedroht. Nicht nur in der Akhira, im Jenseits, sondern schon im Diesseits. Schaut mal, liebe Geschwister, eine Überlieferung bei Ibn Hibban, Rahimullah Ta'ala, und Sheikh al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert. Und sie ist bei Ibn Hibban in seinem Sahih. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, eines Tages stand ich vor einem gewaltigen Berg. Und zwei, die neben mir waren, haben mir gesagt, ich soll den Berg hochsteigen. So sagte er, ich werde es nicht können. Sie haben ihm gesagt, es wird dir leicht gemacht. Dann ist er hochgeklettert, diesen Berg, bis zur Spitze. Als er oben war, sah er, dass unten Leute mit den Füßen herabhingen. Das heißt, nicht mit dem Kopf oben, sondern mit dem Kopf nach unten. Und unter ihnen lagen Blutlachen. Sie wurden gequält und gepeinigt. Und er hat Schreie gehört, die er nicht ausgehalten hat, sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte er, man ha'ula, wer sind diese, die gerade so bestraft werden? So sagte man ihm, das sind Leute, die gefastet haben und kurz vor Fasten, Fasten gebrochen. Und kurz vor Iftar bedeutet, kurz bevor es ihnen erlaubt war zu essen, ihr Fasten gebrochen haben. Die haben eine Strafe wo bekommen? Im Grab. Sheikh al-Albani rahimullah sagt, wenn diese Leute gefastet haben, nur kurz davor gegessen haben, so eine Strafe im Grab bekommen haben, was sagen wir dann über Leute, die gar nicht gefastet haben? Schau mal, das Verständnis der Gelehrten zu Allah, wenn diese bestraft wurden, haben sie gefastet, ja oder nein? Ja. Ja, aber sie haben ihr Fasten nicht vollzogen. Sie haben ihr Fasten nicht vollzogen, vervollständigt, bis zum Schluss, sondern kurz davor gegessen. Es gibt Leute, der fastet, dann guckt er auf den Tisch, da liegt so ein Schokoriegel. Er guckt ihn an, der Schokoriegel guckt ihn an. Die machen so ein Duell, ja? So.
bis er irgendwann schwach wird und dann sagt er, Khair inshallah. Und isst ihn. Subhanallah. Musste er ihn essen? Ging es hier um Leben oder Tod? Dann würden wir das verstehen. Aber um was ging es hier nur? Um sein Genuss. Um sein Genuss. Und so gibt es viele. Und dann immer im Ramadan stellen sie dir die Frage, was ist, wenn man kurz davor sein Fasten bricht? Ja, was soll sein? Als ob er das nicht weiß. Dass er hier eine schwere, große Sünde gemacht hat. Und daher, liebe Geschwister, das Fasten ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Richtig? Es gibt in der Dunya keine bezeichnende Hadschstrafe für Fasten, wenn man es unterlässt in einem islamischen Land. Aber, was haben wir gehört? Es gibt dafür eine Strafe wo? Im Grab. Im Grab. Möge Allah so uns bewahren. Also meine, heutzutage fasten kleine Kinder. Kennt ihr 6-7-Jährige, die fasten? Die fasten. Wallah Adim, die fasten ohne Problem. Und dann kommt ein 40-Jähriger und will uns erzählen, dass er keinen Zaun hat. Und das natürlich ist nichts anderes als eine Lüge. Was ist der Vorteil vom Fasten? An Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagte, derjenige, der im Monat Ramadan fastet aus Glaube heraus. Was bedeutet aus Glaube heraus? Na? Dass er sozusagen den Lohn erhofft? Nein. Für andere ist er kein Heuchler. Nein. Aus Glaube heraus bedeutet, er weiß, Allah hat es ihm vorgeschrieben und er erfüllt das für Allah. Das ist aus Glaube heraus. Wahtisaban, und er erhofft sich dabei den Lohn, so werden ihm alle Sünden vergeben, die er vorher und später so werden ihn alle Sünden vergeben, die er gemacht hat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. In einer anderen Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, und er berichtet von Allah subhanahu wa ta'ala, jede Tat ist für den Sohn Adams und ich vervielfache sie oder ich belohne sie, wie ich will. Es gibt eine andere Überlieferung, die ist ähnlich. Nein. Außer Fasten. Ja, es gibt, jede Tat ist für den Sohn Adams, außer dem Fasten. Habe ich nicht gesagt? Außer dem Fasten. Verzeiht. Außer dem Fasten. Und ich belohne dieses Fasten, wie ich will. Das heißt, Allah Azzawajal hat diese Tat, die Tat des Fastens, getrennt von allen anderen Taten. In einer anderen Überlieferung, die ähnlich ist wie diese, sagt Allah Azzawajal, so wird er den Lohn bekommen von 10 bis zum 700-fachen und das Fasten wird was darüber liegen. Das heißt, Allah Azzawajal, wie ich euch das immer erklärt habe, wie viel Lohn kann er uns für das Fasten geben? So viel, wie es ausreicht, damit wir in das Paradies kommen. Ich habe euch 1000-mal gesagt, ja, jetzt sind die Tage was? Kurz. Merkt ihr das selber? Ärgert man sich nicht? Man sieht, bis 14 Uhr nichts gegessen oder vielleicht einen Schluck Wasser getrunken oder einen halben Croissant gegessen, den man irgendwo zwischen der Sofa gefunden hat. Dann ist es schon fast 14.38 Uhr, dann sagt man, wegen dieser Stunde? Ja, wegen dieser Stunde hast du dir den Lohn verpasst. Deswegen gleich fasten. Du kannst Montag fasten, du kannst Dienstag fasten, du kannst Mittwoch fasten, du kannst Donnerstag fasten. Sonntag fasten. Dann kannst du Sonntag fasten und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das heißt, du kannst wie viel? 5 Tage. 5 mal 70 sind wie viel? 350. Wie viel Jahre wird dein Gesicht oder wirst du vom Höllenfeuer entfernt, wenn du nur einen Tag fastest? 70 Jahre. Das heißt in der Woche 350 Jahre. Wird dein Herz, wirst du von dem Höllenfeuer entfernt, so dass dich das Höllenfeuer nicht trifft? Dann, liebe Geschwister, sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَالصِّيَامُ جُنَّةً. Das Fasten ist ein Schutz. Ein Schutz vor was? In einer anderen Überlieferung bei Bukhari und Muslim von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, er sagte, als wir Shabab waren, als wir Jugendliche waren,
sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als wir mit ihm waren. Er sagte: Man istata'a minkum, auf jeden Fall, ich denke, man istata'a minkum zawaj. Derjenige, der von euch in der Lage ist zu heiraten, so soll er was heiraten. Aber was heißt, er soll heiraten? Al-Ba'a, die hier in dem Hadith erklärt wurde oder die in dem Hadith vorhanden ist, bedeutet derjenige, der auch in der Lage ist, seine Familie zu finanzieren. Man istata'a minkum al-Ba'a falyatazawwaj. So ist der Hadith. Man istata'a minkum al-Ba'a falyatazawwaj. Derjenige, der in der Lage ist, für seine Familie aufzukommen, das Wort wurde erklärt von den Gelehrten, so soll er heiraten. Das heißt, nicht, dass du zu den Leuten gehörst, die sagen, ich krieg noch Taschengeld von meinem Vater, ich werde jetzt heiraten. Sondern man soll auch in der Lage sein, seine Familie zu versorgen. Auf beste Art und Weise heißt jetzt auch nicht, dass du 10.000 Euro im Monat verdienen musst, aber du sollst in der Lage sein, an Nafaqa, den Lebensunterhalt für deine Familie zu bestreiten. Das solltest du in der Lage sein. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte weiter, und er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer aber dazu nicht in der Lage ist, so soll er fasten, denn das Fasten ist ein Schutz. Was heißt das Fasten ist ein Schutz? Das ist eine andere Überlieferung bei Bukhari und Muslim, nicht diese. Was bedeutet das Fasten ist ein Schutz? Manche sagen, ich faste, aber ich drehe trotzdem durch, wenn ich eine Frau sehe. Frage, ist der Hadith falsch? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht die Wahrheit gesprochen? Doch. Aber als er über das Fasten gesprochen hat, hat er gesagt, fasten mit allem. Nicht fasten und gucken. Ja, so wirst du deine Scharawat nicht los. Sondern mit allem fasten. Deine Augen fasten, deine Zunge fastet, dein Herz fastet, dein Körper fastet. Mit allem fastest du. Dann ist das Fasten für dich ein Schutz ohne Zweifel. Denn das ist uns von unserer Religion. Deswegen, liebe Geschwister, manchmal gibt es Leute, der hat etwas vom Iltizam, von der Religion, aber das Problem ist, er hat kein richtiges Verständnis für die Religion. Er liest manchmal ein Hadith, er sagt, ja, aber so hat es nicht geklappt. Wen beschuldigt er? Die Religion, anstatt wen zu beschuldigen? Sich selbst. Er ist die Ursache. Wenn du siehst, dass eine Sache nicht so ist, wie du es im Hadith oder in der Ayah gelesen hast, dann ist wer die Ursache? Du selber. Wie zum Beispiel vorgeschrieben wurde euch das Fasten zum Schluss, damit ihr gottesfürchtig werdet. Einer sagt, ich habe gefastet, also ich habe Schlimmeres getan als vorher. Wer ist dann der Schuldige? Er selber. Weil er sich nicht an was gehalten hat? An die Richtlinien. Weil er sich nicht an die Richtlinien gehalten hat. Der Prophet sah einmal einen Mann, der hat gesagt, ich habe Bauchschmerzen, ja Rasulallah. Hat sich beklagt über Bauchschmerzen. Dann hat der Prophet ihm gesagt, geh und nimm Honig. Geh und nimm Honig zu dir. Der kam wieder, der sagt, ja Rasulallah, mein Bauch tut immer noch weh. Der sagt, geh und nimm Honig. Dann kommt er am dritten Tag, ja Rasulallah, mein Bauch tut immer noch weh. Er sagt, geh und nimm Honig. Dann kam er wieder, hat gesagt, ja Rasulallah, mein Bauch ist besser geworden. Er sagt, das Mittel ist wahr und dein Bauch hat gelogen. Und dein Bauch hat gelogen. Was heißt, dein Bauch hat gelogen? Es lag nicht am Honig, sondern an dir. Deswegen wisse, wenn wir eine Sache haben, auch jetzt die Schutzsuren, wir lesen die Schutzsuren immer abends. Wenn wir nicht geschützt werden, wer ist der Schuldige? Wir, nicht die Religion. Wir sind die Schuldigen. Warum? Warum könnte das liegen, dass wir nicht das bekommen, was wir in Ayat oder in Hadithen vermittelt bekommen haben? Woran könnte das liegen? Na, kein Yaqin? Ja, man glaubt das nicht, dann hat man ein anderes Problem. Na, Haram Einkommen. Sehr gut. Dass man sündigt, falsch lebt, Haram sein Gegenstand vom Leben ist. Das ist der Grund, warum viele Leute nicht das bekommen,
was ihnen in den Ayat und in den Hadithen versprochen wird. Andere komischerweise kriegen das alles. Warum? Weil sie darauf achten, dass sie kein Haram zu sich nehmen, liebe Geschwister. Und dann sagt er weiter, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, das Fasten ist Schutz, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْقَى وَلَا يَجْهَلْ. Wenn einer von euch fastet, so soll er nicht, يَرْفُثْ bedeutet Geschlechtsverkehr haben oder Dinge, die mit diesem Thema zu tun haben. Weil natürlich, das gilt für wann? Für den Tag, während du fastest. Abends darf man wieder Geschlechtsverkehr haben, aber nicht, dass du das schon hast, bevor du Iftar machst. Ja? Es gibt, A'udhu Billah, Leute, die sind im Fernsehen, die sagen, du kannst damit dein Fasten brechen, mit dem Geschlechtsverkehr. Und das ist das Problem heutzutage. Hauptsache, du kriegst Geld. Und die Fatawa kommen von alleine. فَلَا يَرْفُثْ, so soll er keinen Geschlechtsverkehr haben oder etwas, was damit zusammen, natürlich am Tage nicht, am Abend ist es einem erlaubt, dass man Geschlechtsverkehr hat. وَلَا يَسْخَبْ bedeutet, und man soll nicht so seine Stimme laut machen, indem man jemanden beschimpft und Schlechtes redet. وَلَا يَجْهَلْ, und man soll nicht Zeichen der Jahiliyyah zeigen. So rumspringen und so komische Sachen. Ja? Das alles zeugt davon, dass du dein Fasten nicht richtig praktizierst. Es gibt Leute, der denkt, der fastet nur mit dem Magen. Aber die Sache ist nicht nur mit dem Magen. Du sollst darauf aufpassen, dass du bestimmte Sachen nicht machst, damit auch dein Fasten vollständig ist, hier in diesem Sinne. فَإِنْ شَاتَ مَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Wenn jemand ihn beschimpft oder ihn bekämpft, dann soll er sagen, إِنِّي صَائِمٌ bedeutet, ich bin fastend. Das heißt mit anderen Worten, der einzige Grund, warum du heute überlebst, ist, weil ich fast. Und hier sollen wir eine Sache lernen. Guck mal den Adab. Was soll das Fasten bei uns bewirken, dass wir ruhiger werden? Ich kann mich erinnern, als ein Bruder einmal erzählt hat, da war in Neukölln wieder eine Schlägerei. Und unsere Leute natürlich, die besten Araber, mögen Allah so uns bewahren. Dann kamen die Polizisten und als sie gesehen haben, ach so, das sind ja die, dann haben sie gesagt, ja, ja, das kennen wir. Ist ja Ramadan, deswegen sind sie aggressiv. Ja, nicht. Schaut mal, das heißt doch nicht, dass wenn wir fasten sind, dass wir was sein sollen? Aggressiv, im Gegenteil. Ein Sheikh hat erzählt, subhanallah, wenn er immer einen Bruder besuchen geht, er meint, ich weiß genau, er ist fastend, er sagt mir das nicht. Ich sehe, er bringt mir den Kaffee, er bringt mir den Dattel, er lacht, er spaßt mit mir. So, als ob ihm nichts anzumerken ist. Aber bei uns, kurz vor Ramadan, der versammelt die ganze Familie, der sagt ihm, passt auf. Übermorgen fängt Ramadan an. Und wehe einer von euch, kommt mir nur 50 Meter in die Quere. Was ist das für ein Ramadan? Was hat der verstanden vom Fasten? Was hat der verstanden vom Sabr und Fasten, liebe Geschwister? Falsch. Dieser hat nichts verstanden. Und er sagt, وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَخُلُوفُ فَمِي الصَّائِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ mit Riechil Misk. Und bei der Seele Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bei dem in dessen Hand die Seele von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liegt, der Mundgeruch Yawmul Qiyama bei Allah durch das Fasten ist besser als der schönste Duft von Moschus. Ihr seht immer, Moschus wird erwähnt. Ne? Ist besser als der Misk-Moschus. Besser als Omar, der Misk. Was bedeutet das? Wenn man fastet, was passiert automatisch? Dadurch, dass du nichts isst und trinkst, was passiert? Kommt Mundgeruch, normal. Das heißt, in der Zeit wollen die Leute lieber mit dir telefonieren, als mit dir. Ist normal. Passieren. So, was ist jetzt die Aufgabe von uns? Dass wir sagen, wir wollen diesen Geruch wegbekommen. Dieser Geruch ist Yawmul Qiyama was? Besser als der schönste Duft von Moschus. Und hier seht ihr, wie du stehst bei Allah und wie du stehst bei den Menschen. Die Menschen
fühlen sich gestört dadurch. Allah aber, subhanahu, bei ihm ist es besser, so ein Geruch zu haben. Deswegen viele fragen immer, darf ich Zähne putzen, wenn ich faste? Wir sagen, besser nicht. Warum? Wegen diesem Hadith. Warum? Der Mundgeruch ist, Mundgeruch heißt jetzt nicht, ich esse jetzt richtig Scharfes und Süßes und alles durcheinander, damit ich am nächsten Morgen einen richtigen Drachengeruch habe. Das ist nicht sondern was ist gemeint? Es entsteht automatisch nach Stunden, du hast dich gereinigt und bevor der Morgen angebrochen ist, das heißt, bevor du mit dem Fasten angefangen hast, hast du deine Zähne geputzt. Okay, aber trotzdem im Laufe des Tages, normal, weil du nichts gegessen hast, kommt so ein Mundgeruch zustande. Und hier, dieser Mundgeruch, lass ihn. Er ist besser, Yawmul Qiyamah, als der schönste Duft von Moschus. Was haben wir hier gelernt? Ha? Bei Allah eine Stellung, bei den Menschen eine Stellung. Nicht alles, was die Menschen an dir nicht mögen, ist bei Allah Azza wa Jal ebenfalls unbeliebt. Nein. Sondern Allah mag etwas und die Menschen mögen etwas, liebe Geschwister. وَإِذَا فَطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِ. Und wenn der Fastende sein Fasten bricht, dann freut er sich auf das Fastenbrechen. Ist klar? Man freut sich ja, oder? Er sagt, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Wenn er Allah Azza wa Jal seinen Herrn trifft, dann freut er sich über die Begegnung mit Allah. Was bedeutet über die Begegnung mit Allah? Dadurch, dass er gefastet hat, wird er belohnt. Und er trifft mit diesem Lohn wen? Allah Azza wa Jal. Und derjenige, der sein Fasten bricht, As-Sahim, er freut sich über zwei Dinge. Eine haben wir geklärt mit Allah Azza wa Jal, wenn er ihn morgen mit diesem Lohn trifft. Und die andere Sache, worüber freut er sich? Das Essen. Das Essen selber. Das Essen selber. Und du kriegst für beides deine Belohnung. In der Dunya und in der Akhira. Und wie schön ist das Essen? Und subhanallah, habt ihr das mal gemerkt, liebe Geschwister? Wenn man fastet, schmeckt das Essen nach Essen. Habt ihr das mal gemerkt? Es gibt Leute, die essen so viel, die können ein Gummibärchen nicht mehr vom Hähnchenbein unterscheiden. Der sagt, für mich schmeckt alles gleich. Aber derjenige, der viel fastet, subhanallah, der hat einen Genuss am Essen. Ein Genuss am Essen. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه er berichtet أن النبي صلى الله عليه وسلم dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte إن في الجنة بابا. Im Paradies gibt es eine Tür. Vielleicht kennen einige von euch diesen Hadith. يقال له الريان. Diese Tür wird wie genannt? الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. Durch diese Tür, الريان, kommt wer durch? Die Fastenden, Yawmul Qiyamah. La yadukhulu minhu ahadun ghayruhum. Niemand außer ihnen geht durch diese Tür. Einer sa'imun, dann fragt diese Tür, dann fragt jemand, wo sind die Fastenden? Weil gleich wird diese Tür geschlossen. Einer sa'imun, wo sind die Fastenden? Fayaqumuna la yadukhulu minhum ahadun ghayruhum. Dann stehen diejenigen auf, die zu den Fastenden gehört haben, und niemand außer ihnen steht auf. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدُخُلْ مِنْهُ أَحَدْ. Wenn sie dann reingegangen sind durch diese Tür, الرَّيَان, kommen die anderen nicht mehr herein. Die Tür wurde geschlossen. Möge Allah uns unter ihnen machen. Das heißt, es wird gerufen, wer kommt durch diesen besonderen, speziellen Eingang, die Tür von الرَّيَان. Was muss man machen, um durch so eine Tür zu gehen? Wer sagt mir das? Nicht, dass ihr mir sagt, nur die Tür aufmachen. Nein. Was muss man? Viele Freiwillige. Eine Eigenschaft von dir war, dass du zu den Fastenden gehört hast. Dann kommst du durch diese Tür, Ar-Rayyan. Es gibt nicht nur Ar-Rayyan. Welche Türen gibt es noch? Babus-Salah. Babus-Salah, sehr gut. Die Tür des Gebets. Ja, hier. Babu As-Siyam. Haben wir gemacht. Na. Babus-Saka. Was ist Babus-Siyam? Grammatikalisch eine Regel. Was ist das, Mohammed? Babus-Siyam. Genitivverbindung. Ahsan. MashaAllah, tabarakallah. Mohammed, der angehende Professor. Na. Babus-Saka. Babus-Saka, nein. Sadaqa. Babus-Sadaqa. Babus-Sadaqa. Weiter. Welche Türen gibt es noch? Die Überlieferung ist bei Bukhari und es gibt eine bei Ibn Hibban. Na.
Was noch? Babul Jihad. Babul Jihad. Was noch? Babul Akl? Was gibt's noch? Na. Zu den Eltern bricht Spanisch. Allahu Akbar. Imam al-Qurtubi, in dieser Überlieferung werden 7 oder 8 gezählt. Imam al-Qurtubi, Rahimullah, sagt, es gibt insgesamt 13 Türen. Aber nicht für alles gibt es einen Beweis. Auf jeden Fall, wer die Eigenschaften hatte von diesen Leuten, so wird er durch die Tür gehen. Abu Bakr al-Siddiq, weil er kein Fauler war wie wir und weil er zu denjenigen gehörte, die die Besten bei Allah Azzawajal sein wollten, er fragte den Propheten, was wird es einen geben, der durch alle Türen durchgeht. In einer Überlieferung sagte der Prophet, es wird jemanden geben, der durch diese Türen durchgeht. In einer anderen Überlieferung bei Ibn Hibban, ja, es wird jemanden geben und du bist das Abu Bakr. Du bist dieserjenige, der durch jede einzelne Tür durchgeht. Subhanallah. Stellt euch vor, eine Person könnte in einer Sache gut sein. Es kann sein, dass einer vielleicht nicht so viel gebetet oder gefastet hat, aber er hat immer was gespendet. Dann geht er durch die Tür von As-Sadaqa. Er hat was Gutes gemacht. Aber einer hat das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und er geht durch alle 8 Türen. Allahu Akbar. Das ist der Vorzug von Leuten, die nicht faul sind in ihrem Leben. Liebe Geschwister. Wujub Siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Wann fängt Ramadan an? Und zwar durch die Sichtung des Neumondes. Damit fängt der Monat Ramadan an. An Abi Hurairah radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghummi alaykum shahr fa'uddu thalathi. Fastet, wenn ihr den Neumond seht. Und bricht das Fasten, wenn ihr ihn seht. Wenn er aber für euch nicht sichtbar ist, was heißt nicht sichtbar? Durch zum Beispiel Wolken, so dass wir den Neumond nicht sehen, so vollendet den Monat. Ja, subhanallah, ich weiß nicht, was manche Leute für ein Problem haben. Ist unsere Religion leicht oder schwer? Leicht. Was hat der Prophet uns gesagt? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du siehst ihn, wenn du ihn nicht siehst, dann machst du den Monat voll. Gibt es ein Problem? Zwischen uns gibt es ein Problem? Nein, aber es gibt Leute, die sagen, diese Methodiken sind nicht ausreichend, wir müssen da was anderes herbeibringen. Und was hat der Prophet hier als Grundlage gemacht? Wenn ihr ihn, das heißt, das Sehen ist was die Grundlage. Nicht das Ausrichten. In einer Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, authentisch, wir sind Ummiyun, das heißt, wir sind eine Umma, die Ummiyun sind, wir sind eine sozusagen analphabetische Religion, eine Umma, Gemeinschaft. Wir rechnen nicht und wir lesen nicht. Was heißt, wir lesen nicht? Nicht lesen, lesen? Nein. Hadith muss man immer richtig verstehen. Rechnen, das heißt, wir haben mit Mathe nichts zu tun? Nein. Unsere Religion ist nicht so schwer, dass wir Professoren in dem und dem Gebiet sein müssen, damit wir unsere Religion praktizieren. Müssen wir Astrologie lernen, damit wir lernen, wann Ramadan anfängt? Müssen wir so? Das meinte der Prophet Sassan. Ein Bauer. Kann er sehen, wann die Sonne hochgeht und wann sie untergeht? Weiß er demnach, wann die Gebetszeiten sind? Er weiß es. Dazu brauchst du kein Professor zu sein. Das ist gemeint, dass wir eine Umma sind. Wir brauchen nicht diesen großen Quatsch. Und das ist genau ein Beweis gegen diejenigen, die dieses ausrechnen und sagen, was heißt das? Das heißt, wir müssen alle jetzt rechnen, damit wir wissen, wann wir fasten. Kann jeder Jahil den Neumond sehen, ja oder nein? Jeder. Ohne Probleme. Jeder weiß, was der Neumond ist. Das ist die kleinste Sichel, wenn du siehst, das ist der Anfang von dem Monat, weil wir haben Mondmonate. Wir haben nicht was, wir haben keine Kalendermonate, dass wir sagen 30, 31 oder beziehungsweise Schaltjahr im Februar, das haben wir nicht, sondern wir haben Mondmonate. Die fangen immer so an und enden immer so, dass wir
sehen und dann bestimmen können, wann der Monat anfängt. Deswegen gibt es manchmal auch unterschiedliche Ansichten unter den Leuten. Er sagte hier, entweder seht ihr den Neumond oder ihr zählt den Monat mit 30 Tagen. In einer anderen Überlieferung, so rechnet ihn aus. Guck mal, subhanallah. Wallahi, wenn man ein krankes Herz hat und kein Verständnis hat für die Religion, was haben sie gleich genommen? Einen mehrdeutigen Hadith, um was zu begründen? Um was zu begründen? Dass man berechnen darf. Faqdirula. Das heißt, rechnet aus. Warum nimmt ihr einen mehrdeutigen Hadith und der was ist da? Der eindeutig. Was sagt ihr der Prophet? Fastet, wenn ihr ihn seht. Und bricht das Fasten, wenn ihr ihn seht. Wenn er aber nicht sichtbar ist, dann macht den Monat voll. Was ist jetzt hier mit Rechnung gemeint? Was ist gemeint mit Rechnung? Was? Dass man ihn vervollständigt. Entweder seht ihr ihn, oder wenn ihr ihn nicht seht, dann macht die 30 Tage voll. Das heißt entweder 29 oder 30. Gibt es eine andere Möglichkeit? Nein. Dann nehmen Sie so einen Hadith, der etwas anderes aussagen könnte für Leute, die Juhal sind, und subhanallah versuchen den Leuten zu erklären, es gibt Meinungsverschiedenheit. Oh, ihr Lügner, möge Allah azza wa jall euch, wenn ihr absichtlich diese Lüge gemacht habt, möge Allah euch vor den Leuten bloßstellen. Was für eine üble Sache, walayyadu billah. Dann wollen sie den Leuten zeigen, dass eine Meinungsverschiedenheit. Wo ist ihr Beweis? Gar kein Beweis. Den Hadith, den sie meinen, ist unser Hadith. Denn der Prophet ändert manchmal seine Wörter. Okay, wo ist das Problem? Wir haben keine andere Methodik. 29 oder 30. Du siehst ihn oder du siehst ihn nicht. Wenn du ihn auch nicht siehst, aber er war da, wirst du zur Rechenschaft gezogen? Nein. Warum? Weil du ihn nicht gesehen hast. Und wenn ihr ihn aber nicht seht, so macht den Monat voll. Yani zum Beispiel. Wir sind zum Beispiel in einem Land, sagen wir sind im Jemen. So. Und wir warten dann darauf, wir gucken, kurz bevor der Monat Ramadan anfängt, wir sehen den Mond nicht. So. Keiner von uns hat den Mond gesehen. Was machen wir? Na? Wir vervollständigen ihn. Nicht 29 Tage, sondern 30 Tage. Okay. Jetzt hat ihn aber jemand in Marokko gesehen. Wir wissen aber nichts davon. Haben wir gesündigt? Nein. Wir haben uns an was gehalten? An dem Hadith. So einfach ist das Thema mehr nicht. Und dann sagt er, Hafidullah, bima yathbut ash-shahr. Wann können wir sagen, dass der Monatsanfang beginnt? Yathbutu shahru ramadana bi ru'yati al-hilali walau min wahidin adil. Der Monat Ramadan beginnt, indem man den Neumond sichtet und selbst wenn dieses nur durch eine vertrauenswürdige Person passiert. Das heißt, eine Person, er kommt und sagt, ich habe den Neumond gesehen. Was ist unsere Aufgabe? Wir fasten. Wir fasten. Und der Beweis dafür, an Ibn Umar radiallahu anhu, qala, tara an-nasu al-hilal. Er sagt, an einem Tag haben die Leute Ausschau gehalten nach dem Mond. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. So sagte Ibn Umar zum Propheten صلى الله عليه وسلم, ich habe den Neumond gesehen. فصام وأمر الناس بصيام. So hat der Prophet صلى الله عليه وسلم gefastet und den Leuten befohlen zu fasten. Wie viele Aussagen hat er hier genommen? Eine einzige. Und vor allen Dingen, wie war die Handlungsweise hier vom Propheten صلى الله عليه وسلم? Warte Ibn Umar. Wir müssen hören, was die Astrologen sagen. War es so? Sondern was sagte er? Er hat gefastet und hat die Leute damit befohlen. Warum? Weil der Neumond gesehen wurde. Das ist die Sunna, alles andere ist Lüge bei euch, was erzählt. So einfach. Aber wisst ihr, warum viele Länder ausrechnen? Sie wollen planen. Sie haben Meetings. Sie haben Dunya. Sie haben alles außer Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah uns auf der Sunna befestigen. Ja, nicht subhanallah. Das ist doch die Sunna. Wo ist euer Problem? Wir fasten, wenn er gesehen wurde. Und das ist egal, wo er gesehen wurde. Ob er in Saudi-Arabien gesehen wurde, ob er in Marokko gesehen wurde, ob er im Jemen gesehen wurde, ob er in Ägypten
gesehen wurde, das ist nicht Maßstab. Es gibt auch Übertreiber, der sagt, wenn ein Saudier nicht gesehen wurde, dann gab es ihn nicht. Wer hat dir das gesagt? Das heißt doch nicht, wenn er in Saudier nicht sichtbar war, dass er nicht vielleicht woanders sichtbar war. Das sind die Übertreiber. Und die, das sind die Untertreiber. Und die Übertreiber, der sagt, überall kann der Mond sein, außer in Saudia, denn ich hasse das Land. Ich hasse das Land. In Saudia kann der Mond niemals sein. Der sieht Shaitan in so einem Land, aber er sieht nicht den Bürgermeister, der uns bewacht. Und hier seht ihr die Leute, die nichts von der Religion verstanden haben. Daher, liebe Geschwister, es reicht eine Person, der den Neumond sieht und dann berachrichtigt er die anderen, wie das Ibn Umar hier gemacht hat. Und dann fasten auch die Muslime bi'idhnillahi sami'i al-alim. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحو wenn der Neumond nicht gesehen wird, liebe Geschwister, was haben wir gesagt? Hier wiederholt er sich, dann werden wir den Monat voll machen mit 30 Tagen. Das heißt, wir zählen 30 Tage. Wir zählen 30 Tage. Und wenn der Monat beendet wird von Ramadan, dann reicht nicht nur ein Zeuge, sondern dann brauchen wir zwei Zeugen. Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab radiallahu anhu, annahu khataba fil yawmi alladhi shakka fihi faqal. An einem Tag sagt Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, so hat er die Khutbah gemacht, er sagte, jalastu ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ich habe einmal mit den Gefährten des Propheten gesessen und sie haben über diese Angelegenheit gesprochen. Und er sagte, dann hörte er den Propheten sagen, Sumu li ru'yati. Ihr fastet, wenn ihr ihn, den Neumond, seht. Wa aftiru li ru'yati. Und ihr hört auf zu fasten, wenn ihr ihn seht. Das heißt, beim Sehen fastet ihr, beginnt ihr mit dem Fasten und wenn ihr ihn seht, dann hört ihr auch auf, dann hört ihr auf zu fasten. فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَان مُسْلِمَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Wenn dann zwei Zeugen, die Muslime sind, dieses bezeugt haben, dass der Monat zu Ende ist, dann bricht euer Fasten. Das heißt, wenn der Monat beginnt, reicht ein Zeuge. Wenn der Monat aber beendet ist, brauchen wir was? Zwei Zeugen. Diesbezüglich, dann machen wir erstmal bis hier, wie in der Ta'ala, liebe Geschwister, und das nächste Mal reden wir darüber, für wen es verpflichtend ist, zu fasten und wer davon befreit ist. Denn viele Leute sind befreit, die das vielleicht auch gar nicht wissen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn es Fragen gibt, habt ihr die Möglichkeit, inshallah ta'ala, zu fragen. Tafadda. Zwei kurze Fragen zum Erstmal zum Unterricht, bitte, ja? Nein. Bei demjenigen, der nicht fastet im Ramadan, wurde gesagt, dass es schlimmer ist, als Sinna zu begehen, Alkohol zu trinken und zu klauen. Kann man jetzt sagen, dass er in jedem Fall ein Sindiq ist, oder gibt es Ausnahmen? Ist die Person ein Sindiq, der nicht fastet, er wird beschuldigt mit der Sandaqa. Ja, so haben die Gelehrten das gesagt, in übereinstimmender Aussage. Man darf ihm auch Sindiq sagen? Oder? Nein, nein, nein. Das ist ein Unterschied. Er selber wird beschuldigt damit, dass er zu den Sanadiqa gehört. Das heißt aber, das ist eine Warnung, das ist eine, wie nennt man das? Wa'id. Dass man aufpassen soll, was man macht. Ja, dass man aufpassen soll, was man macht. Okay. Es gibt eine Überlieferung bei Abu Ya'la, was der Prophet gesagt haben soll, dass der Islam auf drei Grundpfeilern basiert, die Shahada, das Gebet und das Fasten. Und wer eines dieser Grundpfeiler unterlässt, so ist er ein Kafir, ein Murtad. Diese Überlieferung haben manche Gelehrte als Beweis genommen, um zu sagen, dass auch derjenige, der nicht fastet, dass er Kafir ist. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Wäre sie authentisch, hätten wir damit mehrere Fragen gelöst. Auch die Sache mit dem Gebet. Nein, aber die ist nicht authentisch. Bezüglich des Mundgeruchs eines Fastenden, das bezieht sich jetzt natürlich nur auf den Fastenden, nicht auf jemanden, der fünf Tage seine Zähne putzt und sagt, ja. Natürlich, das bezieht sich nur auf den Fastenden mit dem Mundgeruch.
Nicht einer, der seit einem Jahr nicht mehr seine Zähne geputzt hat. Na? Das bezieht sich immer auf die Dinge. Generell, unsere Religion hat uns Tahara beigebracht. Sauberkeit. At-Tuhuru Shatrul Iman. Die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Na, tafadda. Das sagt nachher. Ja. Bezüglich der Ansicht, die manche vertreten mit dem Beweis von Anas ibn Malik, dass er sozusagen, als er in Syrien war, dass er den Neumond nicht gesehen hat und erst später gefastet hat, einen Tag später. Das ist nicht von Anas ibn Malik, das ist von Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas. Bei Imam Muslim, nein. Ist das auf unsere heutige Zeit noch vertretbar, weil man ja heutzutage so schnell alles mitbekommt, was in anderen Ländern passiert? Der Bruder sagt, wegen dieser Ansicht von Ibn Abbas, radiallahu an, Ibn Abbas, er war in Al-Madina gewesen und zu ihm kamen Leute aus Syrien, die ihm gesagt haben, wir haben den Neumond gesehen. Er sagte zu ihnen, wir haben ihn nicht gesehen und wir werden mit unseren Leuten fasten. Das heißt, nach was hat er sich gerichtet? Wir haben ihn nicht gesehen. Und so gibt es diese zwei Ansichten von den Gelehrten, die auch bestätigte Ansichten sind. Denn Ibn Abbas sagt am Ende dieses Hadith, so ist die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und daher hat dieses Gewicht ein anderes Gewicht, als wenn es nur die Aussage von Ibn Abbas radiallahu anhu wäre. Wie gehen wir damit um? Ja, es gibt diese zwei Ansichten von den Gelehrten. Entweder man fastet gleich mit denjenigen, die den Neumond gesehen haben, allesamt, die gesamte Umma. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Und dann gibt es eine Ansicht, dass man unabhängig davon, ob in Saudi ja der Mond gesehen wurde, oder in Jemen oder in Ägypten, wir sind in Marokko, wir fasten mit unserem Land. Das sind die zwei Ansichten. Kann man das heute noch verwenden? Nein, kann man verwenden. Natürlich. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Und was ist, wenn man das Fasten bricht, noch verspätet, damit er sicher sein, macht er Maghrib-Gebet und dann bricht er das Fasten. Ist auch besser, oder wenn er alleine ist und die Möglichkeit nicht hat, mit den anderen Leuten zu sein? Eine Person hat gefastet, ja, und zum Maghrib hat er noch keine Zeit gehabt zu essen, sondern später, ja, meinst du das? Genau. Nein, die Sunna ist, dass man sich was mit dem Fastenbrechen beeilt, wie es im Hadith heißt. Na, das gehört zu den Sunna, zu den Sunnan vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man sich beeilt mit dem Fastenbrechen. Egal, wenn du auch keine Dattel findest, was du hast, wenn du eine Weintraube hast, wenn du nimm das, Hauptsache du brichst dein Fasten, wallahu ta'ala ala wa alam, um die Sunna zu machen. Ich glaube, er meint, wenn er sich von der Fastenbrechzeit nicht sicher ist, um das hinauszuzögern ein bisschen, um sicher zu sein. Meinst du das? Ja. Du bist nicht sicher, ob jetzt die Maghrib-Zeit, Maghrib ist am wenigsten zu falsch zu machen. Warum? Warum machen wir falsch? Die Sonne nicht mehr sehen. Die Sonne ist doch weg. Hier kann man nicht viel falsch machen. Anders ist es, wann der Fajr beginnt. Das ist ein bisschen problematischer. Aber bei Sonnenuntergang ist kein Problem. Na, Wallahu ta'ala. Fazak, noch kurz zu Talal, wegen den zwei Ansichten. Wenn man jetzt die zweite Ansicht nimmt, dass jeder in seinem Land nach dem Neumond fastet. Mhm. Man bekommt dann verschiedene Monate raus. Einer hat es nicht gesehen und macht den Monat voll. Und das andere Land hat aber den Mond gesehen. Und hat dann aber einen Tag weniger vom Monat, vom nächsten sozusagen. Der ist unabhängig von dir. Der ist unabhängig von dir. Zum Beispiel im Jemen, sie sagen, wir haben gesehen und fangen an. So, ihr sagt in Ägypten, wir haben ihn nicht gesehen, wir fangen an, wenn wir den 30. voll machen, das heißt am nächsten Tag. So, dann gibt es einen Unterschied, wann er gesehen wird. Alles jetzt, das heißt, wann der Fastenmonat endet. Das Problem ist doch, dass bei den einen der Monat schon angefangen hat und bei den anderen noch nicht. Das heißt, die sind einen Tag voraus sozusagen. Ja gut, das ist ja trotzdem kein Fehler, den wir hier machen. Weil wir haben uns hier an was gehalten? An die Sunna gehalten. Nicht bezüglich des Fehlers, sondern dass, wenn das dann so weit fortlaufend weitergeht, dass die zum Beispiel den nächsten Monat auch wieder den Mond nicht sehen und auch wieder voll machen. Ja, das nein, zum Beispiel das muss ja nicht alle, sagen. Das muss, es kann ja sein, dass sie sagen, okay, wir haben den Mond nicht gesehen, deswegen nicht. Aber dann sehen ihn beide, sowohl Ägypten als auch Jemen zum Beispiel, wenn der Monat geendet ist. Dann sehen ihn beide, okay, jetzt ist der Neumond gesichtet, dann machen sie auch zusammen die Feier. Das kann passieren. Das kann passieren, dass sie eine Meinungsverschiedenheit hatten beim Anfang, aber dann, als der Mond gesehen wurde, weil sie achten auf den Mond, dann, inshallah ta'ala, machen sie das zusammen. Wallahu ta'ala ala. Na,
Fragen noch zum Thema? Nein. Ja, die letzte Frage bezüglich des Fastens. Wenn man zum Beispiel jetzt das eigene Kind oder sowas jetzt in einer wichtigen Abiturprüfung oder irgendetwas und es fällt im Monat Ramadan, hat der Muslim ein bisschen Toleranz oder zumindest... Wie ist das, wenn jemand Prüfung hat oder bestimmte Ereignisse hat, ist es dann ihn, ist für ihn befreit, sich dem Fasten zu entfernen? Nein. Und also du wirst unterschiedliche Ansichten hören. Manche sagen, wenn ich faste, dann bin ich so unkonzentriert und dies und das, andere Personen gar nicht. Der ist noch stärker in der Konzentration. Und der ist noch sportlicher. Ich erinnere mich, als wir gefastet haben, wir haben Fußball gespielt, wir haben das, wir haben tausend Sachen gemacht. Wir waren überhaupt nicht kaputt. Ein anderer sagt dir, ich bin die Treppen hochgegangen, ich bin fast vor Durst gestorben. Nein, deswegen eigentlich, das ist nicht eine klare Sache, dass man sagt, durch das Fasten ist man unbedingt geschwächt. Wallahu ta'ala ala. Na, allgemeine Frage. Mhm. Wie ist die gerechte Zeitverteilung bei zwei Ehefrauen? Muss ich nur die Nächte gerecht aufteilen oder auch die Tage? Wie ist die gerechte Aufteilung, wenn man zwei Ehefrauen hat? Jetzt fragst du nur theoretisch oder hast du sie? Ja, weil wenn es jetzt nur theoretisch ist, dann brauchen wir nicht darüber zu reden. Aber wenn du sie hast, wovon ich ausgehe, sonst würdest du nicht fragen, das ist ein falsch verstandenes Thema. Viele denken, wenn ich gerecht bin zu den Ehefrauen, wenn ich für die eine ein Kleid kaufe für 50 Euro, muss ich auch für die andere ein Kleid kaufen für 50 Euro. Das ist falsch und hat mit der Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Die Gerechtigkeit ist hier nur in zwei Dingen gemeint. Einmal, dass man die Nächte gerecht aufteilt, zum Beispiel man hat zwei Frauen, Montag ist man bei der und Dienstag bei der, Mittwoch bei der, Donnerstag bei der. Es sei denn, eine Ehefrau gibt eine Erleichterung oder eine Erlaubnis, weil die andere krank ist, dass er länger bei ihr sein darf. Das ist ihr Ermessen, sie kann das bestimmen und dann kann er auch bei der anderen Ehefrau sein. Der Prophet, als er im Sterben lag, hat er die anderen Ehefrauen darum gebeten, dass er bei wen die Nächte verbringt. Bei Aisha radiallahu anha. Er hat aber was die anderen Frauen um? Erlaubnis gebeten. Sallallahu alaihi wa sallam. Das ist die eine Sache mit der Gerechtigkeit. Und er darf nicht ungerecht sein bei den Nächten. Nicht, weil er die eine hübscher findet, dass er bei ihr sechs Tage ist und die andere sagt, ja, ich komme jetzt kurz mal vorbei und dann gehe ich wieder. Das ist verboten und das ist Dhulm. Und eine Überlieferung, die Ibn Hajar al-Asqalani als authentisch klassifiziert hat, derjenige, der ungerecht ist zu seinen Ehefrauen, so wird er Yawm al-Qiyamah mit einer schiefen Hälfte vor Allah azza wa jalla stehen, subhanahu wa ta'ala. Die andere Sache ist, du musst ihnen ihre Bedürfnisse erfüllen. Eine Frau zum Beispiel von dir, sie braucht was zum Anziehen, dann kaufst du ihr was zum Anziehen. Die andere aber, sie braucht Essen. Zum Beispiel Bücher, weil sie irgendwas macht. Okay, dann ist nicht das Anziehen von der das Anziehen von der anderen und nicht die Bücher von der die Bücher von der anderen, sondern du erfüllst ihnen ihre Bedürfnisse. Sagt man, okay, einer Frau kaufe ich mehr Geschenke als die anderen, kein Problem, aber lass sie das nicht wissen. Ja, weil ich meine, wenn er sie das wissen lässt, natürlich, das wird sie aufregen und zu Recht. Na, deswegen, das ist die Gleichberechtigung bzw. die Gerechtigkeit unter den Frauen. Sowieso, man darf nur mit zwei Bedingungen mehr Ehe führen. Die erste Bedingung ist, was? Dass man in der Lage ist, die Versorgung gewährleisten. Und die zweite, dass man gerecht unter ihnen ist. Sonst darf man gar nicht eine zweite heiraten. Und nicht, dass man mit Jobcenter vier Frauen heiraten will, ja? Wie heute die Mode ist, möge Allah so schön uns bewahren. Es wird gefragt, wie geht man mit übler Nachrede um, die einen selbst betrifft? Wie geht man mit übler Nachrede um, die einem selbst betrifft? Du freust dich, weil das deine Hasanat morgen sind, Wallahu ta'ala. Ja, das ist die Sache. Das werden alles Hasanat sein von jemandem, ja. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, sagte, Wallahi, wenn ich üble Nachrede begehen würde, würde ich das für meine, gegenüber meinen Eltern machen, damit sie den Lohn bekommen, Yawm al-Qiyamah. Würde ich das gegenüber meinen Eltern machen, damit sie den Lohn bekommen, Yawm al-Qiyamah. Na,
Jazakum Lachera, Mubarak, Lafikum. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Wassalamu alaikum.